Aus dem Rhythmus bringen ist aktuell kein Stichwort für Bayer Leverkusen, denn die bringt so schnell gar nichts aus dem Rhythmus. Es läuft wie am Schnürchen. Auch der 18. Spieltag sind sie noch immer Tabellenführer. Und wir freuen uns, den Geschäftsführer bei uns begrüßen zu dürfen. Fernando Caro ist bei uns zu Gast bei Bild Sport. Es läuft für Bayer Leverkusen. Sie jagen einen Vereinsrekord nach dem anderen. Und Xabi Alonso, der Trainer, ist sogar auf Guardiolas Spuren. 18 Spieltage, 48 Punkte, das schaffte zuvor nur Pep Guardiola mit den Bayern und jetzt eben Xabi Alonso mit Bayer Leverkusen. Das heißt, Fernando Caro müsste uns heute bestens gelaunt zugeschaltet sein. Oder gibt es irgendetwas, was Ihnen aktuell die Laune vermisst, Herr Caro? Ja, dass man hier nichts hört, dass ich nur über das iPad hier... Oh. Wir hören Sie dafür doppelt. Das ist gut, dann kein Problem. Also herzlichen Glückwunsch zu 68% Meisterschaft, Herr Caro. Ich sage Ihnen auch warum. Weil der Herbstmeister der Fußball-Bundesliga zu 68% immer Meister wird. Würden Sie diese Wette mit eingehen, hier und jetzt? Sie müssen ein bisschen höher schalten, sonst höre ich nichts. Welche Wette denn? Dass der Herbstmeister in der Fußball-Bundesliga, sofern ein Verein in der Fußball-Bundesliga Herbstmeister wird, wird er zu 68% am Ende der Saison auch die Meisterschale in den Händen halten. Ja, wenn die Statistik das so sagt, dann ist das so. Aber 68% ist keine 100%. Die Saison ist noch lange. Und von daher, wir freuen uns über die Punktezahl. Aber wir gehen das Spiel an und sind auf dem Boden der Realität und wissen, dass es so sehr lange ist und dass wir weiter so konzentriert und so fokussiert arbeiten müssen. Wir haben den Wille, jedes Spiel zu gewinnen und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen. Herr Caro, früher hat man immer vom Bayern-Dusel gesprochen. Kann man jetzt vom Bayer-Dusel reden, wenn ihr die letzten zwei Spiele quasi in der Schlussminute gewinnt? Nee, Dusel würde ich das nicht nennen. Es war ja in Augsburg wirklich mit, glaube ich, 24-4 Torschüssen mehr als verdient zu gewinnen. Wir waren die klar dominierende Mannschaft. Gestern haben wir natürlich keine gute erste Halbzeit gemacht, eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Und wir haben auf jeden Fall bis zum Ende den Willen gehabt, drei Punkte mitzunehmen. Aber im Fußball hängt das immer an Kleinigkeiten. Und wir haben dafür gekämpft und wir haben uns belohnt. Im Fußball belohnt man sich nicht immer. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir uns in den letzten zwei Spielen am Ende so belohnen konnten. Und am Ende ist es egal, ob man es in der ersten Minute oder 94. ein Tor schießt. Hauptsache ein Tor mehr als der Gegner und Hauptsache drei Punkte mit nach Hause. Herr Caro, die Bayern nehmen Sie auch ernst. Das haben wir beide am Freitag bei der Gedenkveranstaltung für Franz Beckenbauer gespürt. Da kam Thomas Müller an den Tisch zu Ihnen und sagte, ich wünsche euch viel Glück, aber keinen Erfolg. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann ruft doch mal in Dortmund an. Ist schon klar, was er meint. Ich nehme an, Sie werden nicht in Dortmund anrufen. Sie werden versuchen, Ihren Meistererfolg alleine hinzukriegen. Ja, wobei wir tauschen uns natürlich zwischen den Bundesliga-Clubs schon aus. Also mit Aki Watzke rede ich schon ein bisschen über seine Erfahrungen der Vergangenheit. Er hat das ja auch geschafft, zweimal Meister zu werden. Von daher ein bisschen Erfahrung hat er auch. Auch wenn das letztes Jahr leider nicht geklappt hat. Aber ich hab mich über das Gespräch mit Thomas Müller gefreut. Ich habe gesehen, dass sie uns respektieren. Ich merke auch, dass wir haben natürlich auch Respekt vor den Bayern. Aber am Ende kämpfen wir beide für den Meistertitel. Und natürlich freuen sie sich, wenn wir da ab und zu mal Punkte liegen lassen. Genauso wie wir uns freuen, wenn die jetzt in den zwei nächsten Heimspielen auch den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Das ist doch klar. Jetzt sprechen ja viele Experten, die die Bundesliga beobachten, vom besten Bayer Leverkusen aller Zeiten. Die Zahlen bestätigen das natürlich auch. Liegt das jetzt an den Transfers oder liegt es vor allem an Alonso? Ja, ob das jetzt das beste Bayer Leverkusen aller Zeiten ist, mag ich nicht zu sagen. Wir werden auf jeden Fall am Ende der Saison einen Strich ziehen können und gucken, wo wir gelandet sind. Zurzeit von der Punktezahl ist natürlich das Beste, aber er gehört ja viel dazu. Und wenn wir am Ende nichts in der Hand haben, dann gibt es andere Jahrgänge, wo wir Europameister wurden, also UEFA-Meister oder Pokalsieger geworden sind. Von daher, mit solchen Aussagen sollte man bis Ende der Saison warten. Ich kann nur sagen, dass wir, seitdem ich hier bin, 2018, alles getan haben, um sozusagen den Verein
unter langjähriger Führung von Werner Wenning, also unserem Aufsichtsratschef, so professionell aufzustellen wie möglich. Da gehört natürlich eine gute Geschäftsführung Sport, ein Simon Rolfes, der eine hervorragende Arbeit macht und auch super Transfers gemacht hat. Natürlich in Zusammenarbeit mit Xabi Alonso, natürlich in Zusammenarbeit mit unserem Gesellschaftsausschuss und mit mir. Also diese Konstellation Trainer, Geschäftsführung Sport, Geschäftsführung und Gesellschaftsausschuss und der Vorsitzende ist wichtig. Und von da aus wird im Prinzip, hier entscheidet keiner alles alleine, sondern wir arbeiten als Team zusammen. Jeder bringt seine Erfahrungen rein. Jeder hat andere Backgrounds, andere Erfahrungswerte. Auch die 4 Jahre, die ich mit Rudi Völler zusammengearbeitet habe, haben wir sehr viel gebracht. Daraus haben wir auch viel gelernt. Und ich glaube, wir sind auch alle Mitarbeiter. Wir sind als Verein sehr gut aufgestellt. Wir haben natürlich einen super Trainer. Wir freuen uns, dass Xabi Alonso da ist. Aber Xabi Alonso hat auch einen entsprechenden Verein und ein Background hier und eine Unterstützung mit dem Trainerteam und mit den Spielern und Transfers, die wir getätigt haben, das auch sehr gut ist. Es passt einfach alles zusammen. Was auch sehr auffällig gestern war, Herr Caro, war, wie die Mannschaft in die Halbzeitpause gegangen ist und wie die Mannschaft dann nach der Halbzeitpause wieder auf den Platz gekehrt ist. Das heißt, dementsprechend muss natürlich die Ansprache von Xabi Alonso in der Kabine auch gewesen sein. Bevor wir darauf eingehen, ob Sie wissen, wie das genau aussah, wollen wir aber einmal hören, was er zum Spiel zu sagen hatte, vor allem auch zum Last-Minute-Treffer. Xabi Alonso. Wir haben gesehen, ein sehr intensives Spiel. Alle konnte passieren am Ende. Wir waren glücklich, die dritte Tor zu schießen. Wir lernen von heute Spiel, was wir können besser tun, was wir haben gut gemacht, wie können wir korrigiert einige Probleme, das wir hatten. Und wir werden sehen, was es meint für die Zukunft. Aber heute es meint das drei Punkte mehr. Wir bleiben in einer guten Position, aber noch die erste Spiel von der Rückrunde. Der Spirit, Herr Caro, dieser Mannschaft, vor allem auch in den letzten 10 Minuten und letzten 15 Minuten auf dem Platz, war deutlich zu spüren. Also dieser Wille, dieses Spiel unbedingt noch gewinnen zu müssen. Ist das etwas, das die DNA von Xabi Alonso auch auf die DNA der Mannschaft übertragen hat? Er weiß ja, wie Titel holen geht. Ja, das wissen die Spieler, das merken die Spieler. Die Spieler folgen ihm. Der weiß ganz genau, wie er die Mannschaft anpacken muss, was sie brauchen. Und die Erfahrung, die er im professionellen Fußball am höchsten Niveau gehabt hat, in unterschiedlichen Vereinen, mit unterschiedlichen Trainern, spiegelt sich natürlich jetzt wieder. Von daher sind wir sehr froh, dass wir ihn haben. Und die Spieler und die Mannschaft freut sich auch, dass sie ihn haben. Genauso wie das Trainerteam. Jetzt hat man sich gefragt, wie kommt der Werksclub an einen Trainer wie Xabi Alonso? Wie haben Sie das geschafft? Sie sind Spanier, Alonso ist Spanier. Hat das geholfen bei den Verhandlungen, dass man quasi in der Muttersprache reden konnte? Oder was hat neben sportlichen Gründen noch ihn überzeugt, nach Leverkusen zu kommen? Also Xabi Alonso ist so ein intelligenter Mensch, der wird nicht nur anhand einer Nationalität entscheiden, ob er irgendwo hinkommt. Es haben bestimmt die Gespräche mit den Verantwortlichen bei uns, mit Herrn Wenning, mit Herrn Rolfes, mit mir geholfen. Es hat natürlich auch geholfen, dass er Leverkusen aus seiner Zeit in München gekannt hat. Und es hat auch geholfen, dass wir in Düsseldorf eine internationale Schule haben und die Familie bereit war, mit ihm nach Düsseldorf zu kommen. Sonst wäre es schwierig gewesen. Aber er weiß, was er an uns hat. Er weiß, wie der Verein aufgestellt ist und aufgestellt sein wird. Und das hat natürlich den Ausschlag gegeben. Nicht eine Person oder eine Nationalität eines Geschäftsführers. Nein, das nicht. Andere Faktoren waren da schon relevanter. Ein Verständnis auch mit Simon Rolfes, der ja sein direkter Ansprechpartner tagtäglich für die Sportthemen sind. Die Art und Weise, wie sie Fußball sehen. Also als Simon und ich das erste Mal bei ihm waren, hat natürlich Simon sich mit ihm sehr stark über Fußballthemen unterhalten. Mir war eher das Menschliche und die Führungserfahrung wichtig. Und dann kam noch ein Gespräch mit Herrn Wenning. Und aus den Gesprächen waren beide Seiten der Meinung, dass es gut passt. Und wir waren da 100% überzeugt, dass wir froh wären, wenn er kommt. Und dann hat das geholfen, dass die Familie zugesagt hat, mit ihm nach Deutschland zu kommen. Was natürlich einhergeht mit dem Leverkusener Erfolg, ist auch, dass Xabi Alonso immer wieder Thema ist bei anderen Top-Clubs, unter anderem bei Real Madrid. Waren Sie eigentlich beruhigt, als Carlo Ancelotti verkündet hat, er bleibt? Ja, also richtige Sorgen hatte ich nicht, aber was ich weiß, ist die Verlängerung von Ancelotti auf jeden Fall für die Medienruhe und für die Ruhe im Medienumfeld auf jeden Fall hilft. Von daher war ich schon froh,
Ich glaube auch, dass sie bei Real Madrid wissen, dass es Xabi Alonso nicht schaden wird, noch mehrere Jahre bei uns zu sein. Und wenn gerade Carlo Ancelotti erfolgreich ist, warum sollen die mit ihm nicht verlängern? Mich hat das gefreut für Real Madrid, für Carlo Ancelotti, aber mich hat es natürlich auch für uns gefreut, weil dieser Medienruhe, also weil die Ruhe da medienmäßig kleiner ist. Kleiner ist sie nicht beim Thema Afrika Cup, Herr Caro, denn viele Leistungsträger, auf die müssen sie aktuell verzichten, weil sie beim Afrika Cup tätig sind. Boniface ist aktuell verletzt, der wäre sonst auch beim Afrika Cup gewesen. Ist es so, dass sie diesen Afrika Cup am liebsten abgestellt oder abgeschafft hätten, damit sie ihre Leistungsträger jetzt im Meisterschaftskampf behalten hätten können? Nee, Afrika Cup abstellen geht nicht, aber ich hätte den Zeitpunkt geändert. Also ich glaube nicht, dass es im professionellen Fußball seriös ist, so ein Afrika-Cup oder ein Asien-Cup mitten in der Saison in Europa zu spielen. Der Zeitpunkt ist nicht der richtige. Ein Afrika-Cup ist für die Spieler sehr wichtig und für den Fußball auch wichtig, aber nur der Zeitpunkt passt leider nicht. Und das hat mich schon sehr geärgert. Jetzt läuft die Transferperiode. Sie können noch nachlegen. Es gibt das Gerücht, dass Leverkusen noch einen Stürmer holt. Ist da was dran? Ja, Gerüchte gibt es im Fußball sehr viele. Wir haben auf jeden Fall bis zum 31. Januar Zeit und wir machen unsere Hausaufgaben. Also unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall, sich vorzubereiten, wenn eine gute Möglichkeit im Winter da wäre, die uns sozusagen als Team verstärkt und wovon Xabi Alonso als Trainer und Simon Rolfes als Geschäftsführer Sport überzeugt sind und wir dann die Unterstützung und als Gesellschaft das hätten, dann würden wir zuschlagen. Aber Sie wissen ja, wie Fußball ist. Das kann von heute auf morgen sich ändern. Wir machen unsere Hausaufgaben, wir arbeiten und still und versuchen, dass wir eventuell uns verstärken können. Aber eine Aussage werde ich Ihnen jetzt nicht sagen. Schade. Aber wie würden Sie denn so eine gute Möglichkeit definieren? Wie sieht so eine gute Möglichkeit aus? Ja, eine gute Möglichkeit sieht so aus, dass jemand dazukommen würde, der uns sofort helfen könnte. Der sofort bereit wäre, sozusagen unseren Kader, der, von dem immer gesagt wird, der ist sehr breit und sehr tief, aber wenn natürlich zwei Spieler wie Arthur und Boniface verletzt sind langfristig, wenn drei Spieler im Afrika Cup sind, dann ist die Breite des Kaders nicht mehr so breit. Und wenn jetzt noch eine Verletzung von Palacios dazukommt und Gott sei Dank bei Frimpong nichts Seriöses, aber das kann sehr schnell gehen im Fußball und dann haben wir einmal keinen mehr auf der Bank. Ne? Also deswegen müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Jetzt ist Leverkusen noch auf allen drei Hochzeiten auf der Tanzfläche, Meisterschaft, Pokal und auch Europa League. Welchen Titel würden Sie sagen, gibt's am Ende? Ja, also wir spielen jeden Wettbewerb, um am Ende ganz oben zu stehen. Und Leverkusen hat sehr, sehr lange keinen Titel geholt. Ich habe auch schon, als ich angefangen habe 2018, habe ich gemerkt, wie groß die Sehnsucht in Leverkusen ist. Und wir würden jeden mitnehmen, aber wir denken darüber nicht, weil es wird im Mai sein oder im April wird sich das entschieden. Wir müssen einfach so weitermachen wie jetzt, fokussiert jedes Spiel, fokussiert angehen, konzentriert angehen, kämpfen bis zum Schluss. Und dann werden wir sehen am Ende, ob was bei rauskommt. Das hoffen wir natürlich. Wenn Sie Walter Straten fragen müssten, also die gleiche Frage, die Ihnen Philipp gerade gestellt hat, dann würde er sicherlich sagen, die Meisterschale, weil dann würde sein Tipp zu Beginn der Saison, dass Bayer Leverkusen Meister wird, das hat er bereits auch schon letztes Jahr übrigens gesagt, ja, endlich mal aufgehen. Hättest du jetzt nicht sagen müssen, ne? Aber wie sähe denn Ihre Wahl aus, wenn Sie sich zwischen Meisterschale und DFB-Pokal entscheiden müssten? Welchen Titel würden Sie wählen? Nein, ich will mich da gar nicht dazu äußern. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie sind auch in der ECA, der Clubvereinigung Europas, Vorstandsmitglied. Der Europäische Gerichtshof hat prinzipiell die Möglichkeit einer Super League eröffnet. Wird sie kommen, ja oder nein? Und wenn ja, wird Bayer Leverkusen jemals an einer Super League teilnehmen?
Nein, ich glaube, sie wird nicht kommen oder sie wird nicht so kommen, wie viele sich vorstellen. Was interessant ist, ist, wenn man die Berichterstattung oder die Meinung der Clubs und der Fans und der Medien in Deutschland sich anguckt und vergleicht zu der Medienberichterstattung und der Meinung der Fans und Clubs in Spanien, dann ist sie diametral anders. Und ich habe auch am Freitag bei der Trauerfeier Franz Beckenbauer, den Präsident vom FC Barcelona, getroffen. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass die Fans in Deutschland, egal wie viel Geld die auf den Tisch legen, und die Clubs nicht bereit sind, in der Super League teilzunehmen. Und der Gedanke vor einigen Jahren war ja am Ende, dass die Clubs das Sagen haben und nicht die UEFA. Und über die letzten Jahre haben mir die Clubs über die ECA und die UEFA eine 50-50 in 50-50 Joint Venture, wo die gemeinsam über die Clubs Wettbewerber diskutieren und entscheiden. Und wenn am Ende kein Gerichtsurteil wird ihnen sagen, wer dabei ist, wenn keine Clubs bei der Super League teilnehmen wollen, dann kann, wie Rudi Völler sagt, 18 Mal Barcelona gegen Real Madrid spielen, aber das wird keine Super League. Von daher bin ich der Meinung, dass es sie nicht geben wird. Zumindest keine deutschen Clubs werden teilnehmen, keine englischen. Ja, wenn sie jetzt ein paar aus anderen kleinen Ligen holen, kann ich jetzt nicht dazu sagen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwelcher Club außer Napoli mit Barcelona oder Real Madrid bereit ist, jetzt eine Super League, an einer Super League teilzunehmen. Ich glaube nicht dran, nein. Ja, und für die allermeisten Fußballfans ist ja die Super League ohnehin Stuss. Und genau zu dieser Rubrik kommen wir natürlich jetzt mit Fernando Caro. Stimmt oder Stuss? Der ersten These, die lautet, nur die Bayern mit Pep waren in der Hinrunde einer Saison bisher so gut wie Leverkusen aktuell unter Xabi Alonso. Deshalb lautet die These, Alonso ist besser als Pep. Stimmt oder Stuss? Wenn ich nur zwischen stimmt oder Stuss, dann sage ich stimmt. Ah. Er ist mutig. Die Runde lacht. Walter sagt, sie seien mutig. Genauso mutig waren sie auch letztes Jahr schon mal, als sie bei uns zugeschaltet waren in der Sendung. Da gab es nämlich eine Aussage von Ihnen hier bei Stimmt oder Stuss. Und genau da hören wir jetzt noch einmal rein. Fernando Caro wird der erste Leverkusen-Chef, der jemals die Meisterschale in der Hand halten wird. Stimmt. Oh. Bravo. Endlich mal eine klare Ansage. Bravo, endlich mal. Können Sie uns schon die Jahreszahl nennen? Nee, die sage ich nicht. Aber wir haben es schon mal, vorempfunden. Wenn ich mich schon sehr aus dem Fenster gelehnt habe, dass ich sage, stimmt, dann sage ich keine Jahreszahl. Okay, wir haben es auch schon mal vorempfunden, wie Sie mit Schale aussehen. Sieht gar nicht schlecht aus. Herr Caro, die Jahreszahl lautet 2024. Sieht sehr gut aus. Stimmt oder Stuss, 2024? Sie? Ja, stimmt, natürlich stimmt. Ja, damit haben Sie ja die Fragen dann von vorhin auch schon beantwortet. Besten Dank, haben wir doch. Herr Caro, vielen Dank. Wir wünschen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und freuen uns, wenn wir Sie dann, falls es soweit kommt, am Ende der Saison mit Meisterschale vielleicht nochmal begrüßen dürfen. Alles klar, würde mich freuen, aber wie gesagt, nicht, dass Sie die Antwort jetzt so nennen. Also wir machen alles, um unser Ziel, unser Traum zu erreichen, aber jeder kennt den Fußball und die Saison ist noch lang. Wir genießen die 48 Punkte und wir machen weiter. Merkt, Sie kennen Walter Straten sehr gut. Sie haben sich jetzt noch mal schön aus der Bredouille genommen, damit Walter hier nicht seine Schlagzeilen schon vorbereitet. Vielen Dank, Herr Caro. Die kommen trotzdem. Tschüss. Walter, die kommt trotzdem. Was ist denn jetzt deine Schlagzeile, die du jetzt vorbereitest nach diesem Gespräch? Ach nein, ich hab sehr viel gelernt. Dieses Gespräch mit Thomas Müller war natürlich ein bisschen Geplänkel, Frotzelei, aber es zeigt natürlich schon, wie ernst die Bayern die Leverkusen nehmen. Und Fernando Caro hat es hier auch sehr gefreut. Das fand ich schon bemerkenswert. Aber was ich auch bemerkenswert finde, da sitzt dann ein Leverkusen-Boss und der sagt dann aber einfach mal stimmt und der hat dann einfach mal das Selbstvertrauen. Wir können uns erinnern, wie lange Dortmund letztes Jahr rumgeeiert ist, am Ende auch die Meisterschaft verspielt hat. Da hat sich keiner getraut. Nein, ich finde ihn absolut mutig und er sagt auch stimmt. Klar, ich meine, keiner wird am Ende ihm vorhalten, dass er es jetzt, was haben wir, am 20. Januar, 21. Januar gesagt hat, stimmt. Und im Mai stimmt es halt doch nicht. Das ist halt so. Aber ich bin Freund klarer Ansagen und der Gast sollte immer wieder kommen, weil er macht klare Ansagen. Und wir freuen uns natürlich auf einen spannenden Meisterschaftskampf in der Bundesliga.